Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 des kleinen Retro-Börsen-Specials Road to Cologne. Ich bin euer Mr. Venom 1975 und ja, auf dem C64 zeige ich Atari-Spiele. Okay, Dig Dug ist eigentlich von Namco, steht ja unten drunter, aber Atari Soft hat das hier trotzdem gemacht. Da sind übrigens auch die beiden Viecher, die Namen, an die ich mich nennen kann, Puka und Falga. War doch immer. So, wir starten. Keine Musik? Was sind die hier? Na also, gut doch sagen. Für C64 die sparen sich die Musik, oder was? So, ihr seid dieser tolle Bärchmann. Ich drück's mal sehr Ruhrgebietsdeutsch aus. Der Püttmann. Ja, und es geht darum, dass ihr diese Wesen hier... Ja... aus dem Bergwerk entfernt. So. Stelle ich mich allerdings in Level 1 schon richtig gut an. Aber gut, dann habe ich dich jetzt. Es gibt da auch gewisse Ähnlichkeiten mit Mr. Du und sowas, ne? Also Dig Dug hat auch viele Leute inspiriert, daraus, ich will nicht sagen Klone zu machen, aber dieses Spielkonzept doch ein wenig zu kopieren. Und ist auch nochmal Klassiker. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das spielt sich hier okay. Ich finde ein bisschen das Bild, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen gescratcht. Ah. Geht das noch gut? Yes! Das war gut gerettet, weil ich wusste nämlich, ich habe gerade gestutzt, weil eigentlich kann man nämlich nicht zwei gleichzeitig zu seinem Platzen kriegen. Es gibt also auch natürlich die Möglichkeiten, dass man das mit dem Stein macht. Mit dem Stein gibt es mehr Punkte, aber da bin ich eigentlich meistens zu doof zu. Vorne auch bei späteren Levels, das kriege ich gar nicht mehr hin. Also meistens bin ich mehr der Pumper. Pump ab den Puka. Pump ihn ab. Ja, und ich weiß, bei dem Gag wollen jetzt Leute Werner Flaschbier sehen. Ja. Kriegt ihr irgendwann auch noch. Aber die Version geht hier in Ordnung. Also das muss man sagen. Also ich finde es ein bisschen grafisch eben ein bisschen sehr klein gehalten. Das hätte man irgendwie besser aufteilen können. Aber sonst ist das okay. Soundtechnisch hätte es natürlich auch im 64er auch ein bisschen mehr reißen können, aber gameplay-technisch, das Game geht vollkommen in Ordnung. Da gibt's gar nichts. Da könnt ihr bedingungslos zugreifen. Das ist schon mal definitiv das Beste, was ich bis jetzt von den insgesamt jetzt 3 Games vorgestellt habe. Aber ich bin ja mal gespannt, da kommen ja noch ganz andere Kandidaten. Von dem einen oder anderen bin ich mir ziemlich sicher, dass es auf dem 64er relativ easy sein dürfte. Bei anderen habe ich starke Befürchtung. Weil ich nie irgendwie was davon von der 64er-Version gehört habe. Das ist immer kein gutes Zeichen. Ich glaube, Dig Dug habe ich auch auf dem 64er gespielt. So, kriege ich das hin? Yes! Jetzt habt ihr auch meinen Stein gesehen. Rocktality! Ah, komm. Und die wollen natürlich dann auch schön abhauen. Aber natürlich lasse ich sie nicht gehen. Es geht ja schließlich hier um Punkte. Und bei Punkten, da kenne ich auch keine Dinos. So, weg mit dir. Also ihr seht natürlich, desto mehr Levels es werden die aktiver. Auch wesentlich gefährlicher. Hätte ich ein bisschen ausweichen können. Wie Two-Player. Okay. Gut. Strecken wir das Video. Nein, machen wir nicht. Ich starte es aber jetzt nicht nochmal. So, komm. Machen wir weiter. Boah, das war knapp. So. Nicht zu viele gleichzeitig. Weg. Komm. Ja,
kann ich euch hier hinlocken? Okay, da hat es mich mit zerrissen. Das ist doof. Das war nicht so gut. Ah, komm, mach mal hier ganz schnell. Der zweite Player kann ja echt nichts, ne? Der weiß ja gar nicht, was los ist. So. Nö, aber wie gesagt, das Game geht mehr als gut. In Ordnung. So, wo willst du hin? Du willst wahrscheinlich wieder flüchten, mein Freund, ne? Tja, dann warte ich eben oben auf dich. Ja. So einfach entkommst du mir nicht. Zwei in einem ist ein bisschen doof. Okay, unterm Stein stehen bleiben ist nochmal döver. Oder extra YouTube dort voll am doofsten. Ja. So, okay, der ist jetzt frei. Ah, da wollte ich gar nicht hin. Gut, interessiert das Spiel. Kack, aber... Was willst du machen? So. Kommt mal ein kleiner Drachi. So, das hat sie ausgedracht. Von wegen unbesiegt. Machen wir weiter. Na, komm. Jetzt aber. Ja, gut. Punkte mache ich alles. Du könntest jetzt mal nach oben hingehen, aber ja, gut gemacht. Uah. So. Nein! Scheiße. Das war Mist. Das war Mist. Gut, machen wir hier auch nochmal eben Game Over. Ja, aber trotzdem. Dick Duck. Kann ich euch nur empfehlen. Die Version ist richtig nice. Ah, Preis F3 für One-Player-Game. Okay, okay. Das sollte ich mir bei den späteren Versionen gleich merken. Egal, das war Dick Duck. Sehen wir uns bei Folge 4 wieder. Bis dann. Tschüss.